Herzlich willkommen im Puma-Käfig. Heute geht es wieder um Teenager und um Pubertät und um das schöne Thema Liebe. Ja, die erste Liebe kommt ins Haus, ne? Für uns Eltern ein bisschen ungewöhnlich, auch befremdlich, ne? Wenn die so kuscheln oder sogar knutschen. Vielleicht erstmal positiv denken. Es gibt einen weiteren Menschen, der versucht, meinen Teenager glücklich zu machen und wehe, wenn nicht. Es gibt trotzdem ein so paar Baustellen zum Thema Liebe. Was ist, wenn ich die nicht so mag? Ne? Da bitte an die eigene Pubertät erinnern. Da hätten wir kräftig rebelliert gegen, wenn da unsere Eltern da was Negatives gesagt hätten. Das Tempo gibt immer der Teenager vor. Natürlich würden wir denjenigen gerne kennenlernen, aber den Zeitpunkt bestimmt der Teenager. Auch die Eltern kennenzulernen, der Freundin oder des neuen Freundes, bestimmen die beiden. Ne? Eine Notfallnummer kann man sich natürlich bei den Übernachtungen durchaus geben lassen. Das auf jeden Fall. Übernachtungen würde ich prinzipiell erlauben. Wir haben ja kräftig aufgeklärt. Jetzt gilt es zu vertrauen. Und wir denken auch immer so ein bisschen an Sex oder sowas ähnliches. Nee, oft wollen die einfach nur Zeit verbringen, wollen kuscheln, wollen sich eine Netflix-Serie anschauen. Dem sollte man doch positiv gegenüberstehen, sonst verheimlichen sie es oder suchen andere Wege, sich zu treffen. Das wäre schade. Altersunterschiede kann es geben. Ne, oft ist es so, dass die Tochter einen älteren Freund hat. Das ist von der Entwicklung oft so vorgegeben. Das ist auch nichts Neues. Das war in unserer Pubertät auch so. Die Liebe kennt keine Altersunterschiede. Grundsätzlich sollte man zu dem Thema Liebe so rangehen, dass wenn wir mit zu viel Negativen kommen, dann ziehen sich unsere Teenager zurück und verheimlichen uns Dinge, reden nicht mehr mit uns über gewisse Dinge. Und das wäre gerade bei dem Thema Liebe sehr, sehr schade. Ne? Da sollte man doch vieles dann zusammen teilen, gerade auch so ja, mit dem Kind. Gönnt euren Kindern, gönnt euren Teenagern die erste Liebe, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Aber klar, sitzen oft Eltern da. Der Teenager ist mit dem Freund oder Freundin nach oben gegangen ins Zimmer. Man sitzt auf der Couch mit dem Partner und eine Mutter sagte aber zu mir, keine Sorge, ich mache es mir einfach mit meinem Mann dann auf der Couch bequem. Und ich sagte, bist du nicht nervös? Ich sagte, nee, wir haben das alte Babyfon aktiviert. Ja, das schöne Thema Liebe. Wir haben andere Themen zur Pubertät. Die schauen wir uns an hier. In unseren Filmen, da gibt es viele Antworten auf viele Fragen in der Pubertät. Zieht sie euch rein, klickt sie an. Ich würde mich freuen. Euer Matthias.